erstmal herzlich willkommen. Stellen Sie sich doch erstmal kurz vor. Mein Name ist Mera Parwan. Ich bin Landeskandidat der Partei Team Totenhilfe in Hamburg. Ich bin 32 Jahre jung und bin vom Beruf Unternehmer. Perfekt. Dann machen wir mit einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde weiter. Das sind genau 5 Fragen, einfach ganz schnell, einfach mit Ja oder einfach beantworten. Bundestag oder Bürgerschaft? Bundestag. Schokolade oder Chips? Chips. Pauli oder der HSV? Pauli. CDU oder SDP, SPD? SPD. Fußball oder Basketball? Fußball. Perfekt. Dann machen wir jetzt mit den eigentlichen Fragen weiter. Ja. Team Totenhöfer. Warum sind Sie bei Team Totenhöfer die Gerechtigkeitspartei? Ja, ich muss sagen, dass die Altparteien, wie beispielsweise die SPD, CDU und Grünen, mit denen konnte ich mich persönlich nicht wirklich identifizieren. Ich bin auch der Meinung, dass diese Parteien dafür Sorge tragen, dass es aktuell dass wir in einer sehr großen und schlimmen Krise in Deutschland sind. Wir haben Wohnungsmangel, vor allem in Großstädten sind Wohnungen für Studenten oder Menschen, die halt kein gutes Einkommen haben, so gut wie unmöglich zu finanzieren. Und es gibt auch viele weitere Themen, auf die ich eventuell später dann zurückkomme. Das sind halt Punkte, wo ich sage, die aktuelle Politik ist fehlgeschlagen und Deutschland braucht was Neues, was Frisches, was Junges. Und damit können wir bieten. Okay. Dann, woher kommt der Name und seit wann gibt es überhaupt Team Totenhöfer? Team Totenhöfer wurde letztes Jahr im November gegründet, also im November 2020. Und da wir also eine sehr junge, frische und noch unbekannte Partei im Vergleich der renommierten Altparteien sind, haben wir uns gedacht, weil Herr Jürgen Totenhöfer schon über 30, 40 Jahre in den Medien steht, dass wir seinen Namen nutzen, um einen gewissen Bekanntheitsstatus zu gewinnen. Und die Gründungsmitglieder, die haben sich dann halt beraten und sind dann zum Entschluss gekommen, dass der Name Team Totenhöfer dann die beste Option für uns wäre. Okay, perfekt. Was unterscheidet denn genau Ihre Partei, also Team Totenhöfer oder die Gerechtigkeitspartei, von den jetzt etablierten Parteien, die jetzt schon im Bundestag sitzen? Ja, ich muss dazu sagen, dass wenn wir uns mal die Quote unserer Mitglieder anschauen, wir sind die Partei, die den höchsten Frauenanteil haben. Wir sind die Partei, die den höchsten Jugendanteil haben. Und ich muss auch sagen, dass wenn wir uns die Arbeitsgruppen in den jeweiligen Landesverbänden uns angucken, wie viele junge Personen, die sich vorher überhaupt nicht für die Politik interessiert haben, sich jetzt für die Politik interessieren und auch dadurch eine höhere Quote an Jugendlichen für die Wahl halt teilnehmen werden, was da halt Parteien wie die CDU, CSU, Linke und wie die auch alle heißen, bei denen fehlgeschlagen ist. Darf ich kurz fragen, wissen Sie ungefähr, was der Altersdurchschnitt in Ihrer Partei ist oder ungefähr so? Wir sind bei circa, wenn ich mich nicht irre, 27 bis 30. Okay, also wirklich recht jung. Wirklich recht jung. Oh, okay. Dann eigentlich so die Frage, die unsere Jugend oder uns am meisten quasi interessiert. Wie steht denn Ihre Partei zum Klimawandel und was wollen Sie denn konkret machen, tun, um den Klimawandel zu stoppen? Das interessiert natürlich jetzt uns, unsere Schule. Ja, das ist eine gute Frage. Es geht darum, wenn wir uns zum Beispiel den Kanzlerkandidaten Herrn Laschet angucken von der CDU. Er sieht dieses Problem auf nationaler Ebene. Wir nicht. Wir sagen, das ist ein globales Problem. Und das müssen wir seriös, wir müssen den Planeten seriös, global angehen und fürsorglicher behandeln, damit wir nicht nur auf nationaler Ebene eine bessere Klimapolitik anwenden können, sondern global bzw. weltweit. Außerdem sitzen wir auf grünen Wasserstoff. Wir sind der Meinung, dass Elektrofahrzeuge eine Marketinglüge sind. Und das Problem ist auch, dass 90% der Weltbevölkerung können sich keine Elektrofahrzeuge leisten, vor allem in den dritten Weltländern. Diese finanziellen Ressourcen haben sie nicht. Das Klimaproblem ist so dramatisch, dass man es nicht Ideologen überlassen darf.
Und was genau jetzt, also Wasserstoff und ist natürlich, ist es immer das, und was ist mit dem Thema Verzicht und so weiter, weil man muss ja auch dann hinten raus darauf gucken, ob man nicht weiter weit gehen. Man kann ja nicht unbedingt nur auf Wasserstoffautos und zum Beispiel setzen, sondern auch dann hinten raus auf den Verzicht gehen. Ja, es sind mehrere Punkte, die wir in unserem Parteiprogramm ansprechen. Allerdings ist das ein Thema, was dann halt diejenigen, die sich spezialisiert auf dieses Thema, ja, auf dieses Thema angewandt sind, dass die dann halt dieses Thema auch besser besprechen können, weil da jetzt nicht mein Fokus wirklich drauf liegt. Okay, perfekt. Aber das war doch schon mal recht ausführlich. Setzen Sie sich auch für die Digitalisierung ein und was fordern Sie dort genau? Also es ist natürlich auch wieder für uns recht interessant, was in Schulen vor allem mit der Digitalisierung passiert. Wir müssen technologisch Weltklasse werden. Wenn wir uns mal angucken, vor allem in dieser Corona-Zeit, im Bereich Homeoffice, wie viele Probleme es mit den Internetverbindungen, mit der Technologie und mit der Bandbreite gab, muss man sich die Frage stellen, dass ein Land wie Deutschland, was über die finanziellen Ressourcen verfügt und auch über die technischen Ressourcen verfügt, wie es sein kann, dass da halt gewisse Probleme im Bereich Internettechnologie etc. vorhanden sein kann. Dazu muss man dann auch sagen, wenn man sich die im Homeschooling anguckt, Lehrer, die halt nicht im Bereich des 30er Jahre, 40er Jahre sind, sondern halt Durchschnitt vielleicht über 50, über 60 Jahre, dass die halt Schwierigkeiten haben, ein Zoom-Meeting zum Beispiel zu produzieren und beziehungsweise zu veranstalten. Da ist es so, dass wir der Meinung sind, wir müssen viel mehr darin investieren, dass auch Personen, die zum Beispiel jetzt auch Lehrer oder auch Personen im höheren Alter die Möglichkeit haben, sich digital, technologisch qualitativ zu verbessern, dass wenn wir dann zum Beispiel so eine Corona-Problematik haben, dass wir dann auch in der Lage sind, auch solche Sachen anwenden zu können. Sowas erreichen wir nicht mit Steuererhöhung oder Verschuldung, sondern eher mit Steuererleichterung, Entbürokratisierung und der Unterstützung privater Initiativen. Also sehen Sie das besonders so, dass man vor allem sowas wie Lehrer, die halt schon etwas älter sind, gerade auch da auf die Weiterbildung eingehen muss? Definitiv. Weil wir jetzt wissen, dass es, dass sowas wieder passieren kann und dass wir wieder in so eine Lage rutschen können. Selbstverständlich. Okay, perfekt. Und dann noch unsere Frage, was spricht aus Ihrer Sicht, gegen Großspenden? Wenn wir uns zum Beispiel die Grünen angucken, die Grünen haben sehr oft dafür Werbung gemacht, dass sie für eine Spendengrenze sind, haben selber gesagt, dass dass private Investoren nicht das Recht haben sollten, in die Politik eingreifen zu können, indem sie zum Beispiel über 10 Millionen Euro investieren und spenden für eine Partei. Allerdings haben sie vor kurzem eine Spende über 500.000 Euro von einem Pharmakonzern erhalten und widersprechen sich in dem Bereich. Wir sind der Meinung, dass wenn es Großspenden gibt, die Gefahr besteht, dass einzelne Investoren das Parteiprogramm oder auch Einfluss auf die Politik erheben können. Und das ist gefährlich, weil wir nicht wissen, mit welchen Ideologien sie vorgehen und was für eine Gefahr es für die Bevölkerung auch ergeben könnte. Daher sind wir der Meinung, wir haben eine Spendenobergrenze von 5.000 Euro, die wir gerne einsetzen möchten. Und das ist ein Betrag, wo wir mit leben können, wo man mit sagen kann, okay, sie haben uns unterstützt, aber auch nicht mehr. Sonst können Sie vielleicht noch so zwei, drei Dinge aus Ihrem Wahlprogramm erzählen oder noch ein Ja. bisschen uns darüber eine Auskunft geben, weil gerade Gerechtigkeitspartei ist natürlich so ein recht unbekannter Name, also sagt ja viel, aber. Wir möchten beispielsweise einer unserer wichtigsten Themen ist die Kirchensteuer. Die möchten wir komplett abschaffen, weil wir der Meinung sind, es soll nicht für Religion darf nicht bezahlt werden. Das ist nicht im Sinne der Propheten der jeweiligen Weltreligion. Es ist auch nicht im Sinne der Menschen, die einfach sich mit ihrem Glauben identifizieren möchten und die Möglichkeit haben, ihren Glauben ohne finanziellen Einbußen ausüben zu dürfen. Dazu kommt es auch noch, dass wir für alle Weltreligionen Gleichheit und Gerechtigkeit schaffen möchten. Wenn wir uns mal angucken, ein gutes Beispiel, was gerade in den Medien ist, ist die blaue Moschee an der schönen Aussicht an der Außenalster. Sie wird vor allem vom Verfassungsschutz und von
großen Parteien wie die CDU, AfD und FDP als ein Terrornetzwerk bezeichnet. Wir sind der Meinung, dass Glaubenshäuser und Politik getrennt sein müssen. Und solange es keine stichfeste ja, Beweise gibt, dass da Rechtsextremisten ausgebildet werden oder rechtsextreme Parolen ausgesprochen werden, muss ein Glaubenshaus respektiert werden. Und da machen wir uns für stark. Wie zum Beispiel auch dem weiteren, wir wollen 1 Million neue Wohnungen schaffen. Einfach um die Möglichkeit für diejenigen zu schaffen, die halt Probleme haben aufgrund finanzieller Probleme, Wohnungen in Großstädte sich mieten oder leisten zu können. Also dann gerne sozialen Wohnungsbau. Richtig, ja. Okay, perfekt. Dann dürfen Sie jetzt noch 45 Sekunden Werbung für Ihre Partei oder in eigener Sache machen. Ja. Ich stoppe die Zeit Okay. und ich sage einfach, wenn es dann durch ist. Okay, let's go. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gerne dazu einladen, Ihr Vertrauen unserer Partei Team Todenhöfer zu schenken. Wir sind eine junge Partei, die das Potenzial hat, eine sehr gute, seriöse Politik für Deutschland zu schaffen. Wenn Sie selber damit unzufrieden sind, was die Altparteien in Deutschland für Probleme gesorgt haben, dass wir gerade aktuell in einer Krise sind, dann würde ich Sie nochmal dazu beraten, uns Ihr Vertrauen zu schenken und uns die Chance zu geben, es besser zu machen. Vielen Dank. Perfekt. Super. Ja, Danke. sauber. Danke. Sehr schön.